Oh, Toilette hier, Patino. Hinten. Da steht doch WC oder eine Treppe runter. Ja. Nein, Akku ist hier auch fast leer. Naja. Hi Leute, willkommen zu einem neuen Vlog von Video. Uns. Ja, Vlog von uns. Wir sind gerade in Gießen im Neustädter Tor und warten gerade auf unser Essen. Wir haben was Chinesisches heute mal bestellt. Ich habe Ente mit Reis und Gemüse und du Nudeln, gell? Ganz normal, Nudeln mit Hühnerfleisch. Ente, boah, nee. Das... Ich mag das voll, ich esse es voll gerne. Ich kann keine Ente. Ja, meine Haare sehen so aus. Es ist echt mal was anderes, oder? Das nervt mich, weil sich das mal so wälzt. Aber egal, kann man nichts machen. Mein Akku ist wieder fast leer von der Kamera, warum auch immer. Ich habe eigentlich geladen. Deswegen muss ich wahrscheinlich gleich mit dem Handy weiterfilmen. Aber ist ja nicht so schlimm. Und wir kriegen heute Intranet. Intranet, ja. Intranet ist eigentlich Internet für die Firmen. Ja. Untereinander. Das ist echt so, das hieß bei... Wie weiß man das? Ja, ja, das hieß so bei uns an Arbeit. Genau, heute kriegen wir wahrscheinlich Internet. Aber mal gucken. Der Typ war heute Morgen da, da muss irgendwie noch bei unserer Nachbarin in die Wohnung gegangen werden. Was für ein Deutsch. Also da muss irgendwie, der muss irgendwie noch mal runter in die Wohnung von ihr, um die Hauptleitung da noch mal freizuschalten. Ich weiß nicht, was da abgeht. Auf jeden Fall ist es eine ganz komische Wohnung, wo wir da wohnen. Und wenn es heute nicht klappt, dann raste ich echt aus, wirklich. Also wir sind ja schon seit 4 Monaten dabei, Internet bei uns zu bekommen und irgendwie klappt es alles nicht. Und mein ganzer Hotspot ist aufgebraucht. Deswegen kommen ja auch alles keine Videos, oder sieht ja lecker aus. Ja. Ui, lecker, schaut mal. Njam, njam, endlich mal was Gesundes, ne? Und du auch. Ja. Ja, und wenn wir heute echt kein Internet bekommen, bin ich echt sauer. Weil ich kann auch alles keine Vlogs und so hochladen, weil ich habe einfach kein Internet mehr auf meinem Handy mit Hotspot. Naja, auf jeden Fall wollten wir jetzt nochmal zu TK Maxx, weil meine Eltern haben Manu einen Gutschein zum Geburtstag damals geschenkt. Und er will den jetzt heute einlösen und da gucke ich auch nochmal ein bisschen was für die Hunde. Und dann melde ich mich einfach später wieder, wahrscheinlich dann mit dem Handy. Ich glaube, wir sind ein Handyladen hier. Hä? Wo man das vielleicht kaufen kann? Wollen wir fragen. Wo denn? Da. So Leute, der Manu und ich waren eben gerade beim TK Maxx, der hat jetzt eine Jacke gekauft. So eine richtig geile rote. Zeigen wir euch daheim. Und der Manu und ich waren eben gerade noch im Handyladen und haben einen Vertrag abgeschlossen, einen neuen. Und das Lustige war, man hat für nur 1 Euro, wenn man diesen Vertrag da gemacht hat, natürlich nur für Kunden, die man kennt, wie für uns, ein Handy für 1 Euro bekommen. Also das Samsung Galaxy S5 gab es. Nee, nicht S5. Was ist das für ein Handy? S8. S8, ja. Samsung Galaxy S8, das ist das neueste, glaube ich, für 1 Euro. Da war halt gesagt, ja natürlich nehmen wir das mit für 1 Euro. Das Ding ist, wir brauchen das jetzt halt nur nicht mehr, weil jeder aus unserer Familie hat auch ein iPhone und keiner möchte auf Samsung umsteigen. Deswegen wissen wir jetzt nicht, was wir damit machen sollen. Und ich dachte mir, weil wir so eine geile Community haben, wollen wir das dann auf Instagram verlosen. Ich zeige euch das Handy auch mal gleich, wenn wir zu Hause sind. Wir haben das eben gerade schon ins Auto gebracht. Ja, auf jeden Fall könnt ihr euch auf eine geile Verlosung freuen. Und ich gehe jetzt erstmal... So Leute, wir sind wieder zu Hause. Ich habe meine Kamera auch wieder aufgeladen. Und ich mache jetzt dem Manu einen Tee, weil der Manu ist krank. Ja, ich mache den jetzt hier... Ich glaube, wir haben das nicht mehr. Nee. Pure Stoffpol-Ingwer-Tee. Boah, das mache ich dem jetzt, ne? Weil das hat er bitter nötig, weil wenn man Halsschmerzen hat, puren Ingwer-Tee trinken, das ist wirklich eure Rettung, ich sag's euch. Ich habe übrigens so Kamerazeug und so in die Küche gestellt, weil die Hunde gehen da alles dran und knabbern an meinem Mikro, also am Kabel, Verlängerungskabel vom Mikro. Molly nicht, aber die Kleine ja, deswegen steht's in der Küche, weil in die Küche dürfen die eh nicht. Wegen den ganzen Haaren und so, weil beide verlieren momentan Haare. Und deswegen ist die Küche tabu für beide. So, ich mache dem jetzt so 2 Teebeutel rein und dann kriegt der gute Herr Tee zu trinken. Ja, mal gucken. So, übrigens zeige ich euch nochmal schnell die Hose, die ich hier mir gestern gekauft habe. Das ist hier die von Replay. Automatisch. Und das ist die von hinten. Und die macht halt echt einen guten Popo, ne? Die ist echt voll cool. Okay. Ich fange auch schon an zu husten. Oh Mann. Naja, wir warten jetzt noch auf den Telekommann. Ich hoffe, der ist bitte pünktlich um 15 Uhr da. Weil sonst verlässt die alte Dame unten das Haus und dann
ja, haben wir Pech gehabt. Dann kommen wir nicht mal weiter rein. Deswegen bete ich wirklich darum, dass wir heute noch Internet bekommen, weil sonst kann ich wieder keine Vlogs hochladen. Und das wäre schlimm. Übrigens muss ich heute auch noch Koffer packen und ich zeige euch jetzt mal was. Und was machst du, kleine Hexe, hier? Hast du Molly das Leckerchen geklaut? Hm? So eine kleine Hexe, die hat letztens aufs Sofa gepisst, genau hier hin. Oh Mann. Und jetzt bist du wieder auf dem Sofa. Ich frage mich echt immer, wie die da drauf kommt, ne? Weil alleine kann sie das nicht. Ich glaube, die Molly zieht die wahrscheinlich irgendwie hoch oder so. Weil alleine aufs Sofa, das schafft die niemals. Die ist dafür viel zu klein. Ich zeige euch das mal. Meine Hand ist so groß, ja? So. Und nicht mal zwei Hände passen dahin. Also die ist fast wirklich nicht so klein. Ich zeige euch das mal hier mit in Relation von dieser Flexleine. Also, die ist echt so mini klein, das ist unfassbar. Gell, Zoe? Dann nimmst du immer Leckerlis weg von der Dings, ne? Von der Molly. Hallo? Guck mal jetzt, wenn ich ihr das wegnehme. Hallo? Bist du jetzt böse? Übrigens haben wir gestern schön Spielzeug auch noch beim Fressen abgekauft. Guck mal, gefällt dir das? Nee, das Leckerli gefällt ihr besser, diese Kaustange. Die lieben ja wirklich alle Hunde, gell? Das ist unfassbar. Ja. Och, süß. So, Leute, der Telekom-Mann war da. Der war so, so lieb, ne? Der hat alles versucht, aber irgendjemand hat unsere Leitung durchgeschnitten. Vom Internet, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es unsere liebe Nachbarin von unten war, denn wir haben bei ihr geklingelt und ich bin schon mal hochgegangen mit den Hunden und Manu und der Telekom-Mann, die waren halt unten und ich bin halt hochgelaufen, habe ihr natürlich auch nicht Hallo gesagt und dann sagt die so nur von der Tür aus: Was klingelst du bei mir, du dumme Tussi? Ich dachte so, ist jetzt ihr Ernst? Ist das jetzt ihr Ernst? Eine 60-jährige Frau beleidigt mich als dumme Tussi. Also, boah, die kann echt froh sein, dass ich nichts zurückgesagt habe. Weil wenn ich ausraste, ist echt kein Spaß mehr. Das, ey, ich habe einfach nichts gesagt, bin einfach hochgegangen. Ich dachte mir so, ich reiß mich jetzt zusammen, weil noch jemand anderes da ist. Weil sonst, ey, da wäre mir echt der Kragen geplatzt. Was hat die ein Recht, mich zu beleidigen? Ich habe nicht bei ihr geklingelt, es war der Telekom-Mann. Sondern ist er hochgegangen. Der musste nämlich halt zu ihr auch in die Wohnung, weil irgendwas, wie gesagt, die Hauptleitung ging halt nicht richtig. Also es hat da unten nicht geklingelt. Und dann haben wir halt gedacht, dass es noch eine Zwischenleitung gibt, irgendwie bei ihr. Und dann mussten wir halt auch bei ihr klingeln. Und er hat dann halt geklingelt, wir hatten damit dann nichts zu tun. Und dann hat er erzählt, wie schlecht sie über uns geredet hat bei ihm. Und dann hat die gesagt, sie ist sehr froh darüber, dass wir solche Probleme mit dem Internet haben, weil wir ganz, ganz schlimme Menschen wären. Und dann hat er gefragt, ja, warum? Ja, weil wir wären jung und würden keine Rücksicht auf andere Leute nehmen. Anscheinend, weil wir halt einmal wirklich versehentlich in ihr, also unseren Müll, ihren Mülleimer getan haben, so einen kleinen Beutel. Und ich glaube, das ist halt ihr Hauptproblem, warum sie uns so hasst. Also irgendein Grund muss es ja haben, das wissen wir auch, aber wir haben sie auch öfter darauf angesprochen und ja, die nennt uns einfach keinen Grund. Aber ist mir auch scheißegal. Also die hat tatsächlich unsere Internetleitung durchgeschnitten, weil sie weiß ja auch, was ich mache. Und ich hoffe, die sieht das Video. Und ich hoffe, ich sag's jetzt nicht, ne, aber ich bin so sauer. Leute, wir haben seit 3 bis 4 Monaten sind wir dran, uns Internet hier zu machen. Und es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht, weil die Leitung durchgeschnitten hat. Das ist einfach viel zu heftig. Und ich habe jetzt auch keinen Hotspot und so. Deswegen können wir auch alles keine Vlogs hochladen. Und wir sind so stinksauer einfach. Am liebsten würde ich der echt Mollys Hundelein, die hier gerade liegt, gegen den Kopf werfen, ey. Aber zum Glück zieht die eh bald aus, von daher. Dann ist alles zum Glück gut. Ja, ich finde es einfach so unfassbar. Wie dreist kann man sein? Wie dreist kann man sein? Naja, ist mir auch scheißegal. Von daher, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir das hier regeln. Es muss auf jeden Fall ein Elektriker hierher kommen und ja, uns irgendwie noch eine andere Leitung von außen bohren. Und ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das ein richtig teurer Akt jetzt für uns. Und sie freut sich darüber. Das ist doch echt schon mal nice, oder? Naja. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal die Wohnung aufräumen. Die sieht richtig, richtig schlimm aus. Und dann muss ich auch Koffer packen und ich muss jetzt erstmal zu meinen Eltern fahren, weil ich Videos hochladen muss. So sieht's wohl aus. Kein Internet am Handy. Alles verbraucht. Kann man nichts mehr dazu buchen und das ist echt alles behindert. Naja, so ist es halt. So, wir sitzen mal wieder im Auto, der Herr Manuel und ich. Ja.
allerdings. Ja, aber wir müssen zu meinen Eltern fahren, Videos hochladen. Because we have no internet und ich habe jetzt auch den ersten Vlog geschnitten. Also, was heißt den ersten Vlog? Mal nach wieder langer Zeit ersten Vlog. Und der ist so witzig geworden. Also das mit der Achterbahn und so, ich muss selber total lachen beim Schneiden. Ja, jetzt muss ich erstmal ein paar Videos hochladen. Und dann, ja, mal gucken, was wir da noch machen. Wir wollen auf jeden Fall noch was essen, gehen wir jetzt gleich. Ja, voll Hunger. Oh, ich bin müde. Ja. Wir sind ja auch heute Morgen schon seit 8 Uhr, halb 8, gell, wach. Und sind gestern um 8 auch schlafen gegangen, weil wir zum Video fahren. Oder 9? 9, ja. Halb 10, gell. Gute Zeit eigentlich. Ja, und ich muss zu Hause noch definitiv aufräumen, weil Marus Bruder kommt ja heute zu uns. Der schläft bei uns, weil wir fliegen ja morgen alle weg. Wir fliegen ja morgen nach Paris. Ich bin da auf der Fashion Week mit L'Oreal und die fliegen einfach so mit. Die machen dann ihre eigenen Sachen da. Und ja, wir sind halt nur im selben Hotel, aber ich bin halt 5 Tage komplett nur beschäftigt, leider. Was heißt leider, ist ja auch mal ganz cool. Ja, da werde ich euch auch auf jeden Fall mitnehmen. Wir müssen uns nur mal klären, wie wir das mit den Kameras machen. Ja, wer dann wie vloggt, vielleicht brauchen wir noch eine zweite Kamera, vielleicht kaufe ich auch noch schnell eine. Mal schauen, ich weiß noch nicht genau. Oder ich gebe dir einfach die GoPro mit, das geht natürlich auch. Geht alles. Ja, es geht alles. Ist alles gucken machbar. Wir mal, wie wir das machen. Ja, und ich habe mir hier so einen komischen Zopf gemacht. Ja, oh ja, jetzt schnell hochladen und dann essen. Und die Hunde bleiben einfach dann mal so 5-6 Tage allein in der Wohnung. Das schaffen die, oder? Ja, ja, das ist gar nicht so schlimm. Das ist ja ganz Standard, ne? Nee, Spaß. Meine Mutter, die wird bei uns in der Wohnung schlafen, weil wir wollen die Kleine halt nicht an komplett so Garten und so gewöhnen. Ja, und man weiß halt auch nicht, soll ich euch das erklären? Also wenn man die Hunde rauslässt, man weiß ja nicht, was die da frisst oder so. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir wollen das halt nicht, weil da brauchst du die Tür einmal aufmachen, die springen raus. Meine Mutter wird bei uns in der Wohnung schlafen für die 5 Tage. Genau. Mein Vater wird sich freuen, muss dann alleine schlafen. Genau, oder die soll dann einfach mittags schlafen. Ja, aber ich glaube, das macht er nicht, weil wegen der Arbeit auch und so. Weil meine Mutter arbeitet nämlich in der Stadt, wo wir halt die Wohnung haben. Das ist dann halt ganz chillig. Und mein Vater arbeitet halt in dem Ort hier, wo ich wohne eigentlich. Und das ist halt ein bisschen blöd dann für ihn, weil er läuft immer zur Arbeit, weil es so kurz ist. Beziehungsweise weil es so nah ist. Und ich denke nicht, dass er bei uns schlafen wird. Deswegen nur meine Mami. Und die wird dann auf meine Hundis aufpassen, auf unsere Hundis. Ja, die kümmert sich schon gut drum. Wieso gibt es Gullideckel auf der Straße? Keine Ahnung. Die Straße hätte einfach mal glatt sein können, ne? Ja. Oh Mann. So, wir sind jetzt bei mir zu Hause angekommen. Genau, und dann melden wir uns aber später. Mal gucken, wo wir essen gehen. Ich bin selber gespannt. Wir haben selber keine Ahnung. 18:30 Uhr, komm schnell. Ja. Es geht nicht von draußen. So, ich habe jetzt noch meine Haare aufgemacht. Voll ungewohnt. Naja. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt gerade wieder zurück nach Hause, weil ich muss noch zu Hause aufräumen. Und Manus Bruder ist jetzt gleich schon da. Das heißt, wenn er da ist, muss ich aufräumen. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ja, wir haben jetzt noch nichts gegessen, weil meine Mutter hat uns das Mittagessen serviert. War voll nett von ihr. Hat gesagt, ich brauche doch kein Geld ausgeben, ich habe gekocht heute. Ja, außerdem wollte ich euch eigentlich noch was zeigen, aber ich hatte die Kamera leider im Auto und ich hatte keine Lust rauszugehen, weil es so bitterböse geregnet hat. Und zwar habe ich ein richtig, richtig geiles Päckchen bekommen von Bare Minerals. Aber ich glaube, ja, ich fahre heute sowieso nochmal nach Hause. Mal gucken, bin mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall muss ich morgen echt mega früh aufstehen, weil ich noch ein Video drehen muss. Bei DM. Das fällt mir echt früh ein, aber heute mit dem ganzen Techniker-Scheiß und so. Der kam ja heute einmal um 8 oder 8:30 Uhr kam der, 8:30 Uhr. Und einmal kam der dann nochmal um 15 Uhr oder 3:45 Uhr, irgendwie sowas. Es war einfach Horror, wirklich. Ja, deswegen habe ich irgendwie voll alles vergessen, was ich machen wollte, aber ist ja nicht so schlimm. Also meine Vermutung ist immer nur, dass die Nachbarin das Kabel durchgeschnitten hat. Das ist keine Vermutung, ist einfach Tatsache. Wer soll es denn sonst durchgeschnitten haben? Da ist doch sonst keiner. Der unten aus dem Büro, das ist ein ganz netter Kerl. Der ist auch ein bisschen älter, aber der wird sowas nicht machen, weil warum sollte der das tun? Der kennt uns nicht mal richtig. Und die da unten, die ist einfach hängen geblieben mit ihrem Leben. Also, sorry. Ich denke mir mal so, klar wird es einen Grund haben, warum sie uns nicht leiden kann, aber wir haben ihr nichts getan. Hätten wir irgendwas getan, dann okay. Also, die letzten Male ist der Manu echt schon laut geworden, weil was die gesagt hat, da hat er einfach runtergeschrien, hier, wenn du jetzt noch einmal was sagst, dann scheppert jetzt echt die Hütte hier. Aber sonst war eigentlich nichts. Zwar erst vor 2 Wochen oder so, weil sie angefangen hat, mich zu beleidigen. Aber genauere Details gehe ich nicht ein. Und das war. Ist ja auch wurscht jetzt, ja, die nervt einfach. Naja, auf jeden Fall
fahren wir jetzt heim und hören uns später. Ja, zieh deinen Rotz hoch. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns dann später wieder. So Leute, ich habe mich abgeschminkt. Wir sind total müde. Hundemüde. Ja, und wir haben jetzt schon eins. Ich habe nicht gepackt, gar nichts. Das müssen wir alles morgen früh alles machen. Keine Videos geschnitten, keine Videos vorgedreht. Also echt ein bisschen unüberlegt alles und unorganisiert. Oh, und ich bin so kaputt. Das glaubt ihr mir gar nicht. Deswegen habe ich hier Pickel bekommen. Ja, toll. Ich kann so aufhören damit. Komm jetzt. So. I'm so hungry, müde. So, wir gehen jetzt schlafen und wir sehen uns spätestens dann morgen wieder in Paris. Also, bis morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Wollt ihr auch nochmal gute Nacht sagen? Ihr seht so süß aus zusammen. Und du, kleine Hexe? Die sieht man gar nicht, weil du so schwarz bist. Die schläft hier auf dem Boden, schaut mal. Mit Decke und Kissen. Ja, weil ins Bett geht das leider nicht. Im Bett geht es leider nicht, weil die pinkelt alles voll, gell, du kleine Maus. Ja, die springt runter außerdem. Ja, die springt runter und dann gehen ihre Beine kaputt. Kaputte Beine. Ja, gute Nacht.